Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Es wird Zeit, dass wir uns die zweite Etage des Hotels anschauen, denn wir suchen ja den Professor. Hey, sieh dir das mal an. Ein riesiges Bild, die ganze Wand entlang. Unglaublich. Aber was ist das? Es sieht fast aus wie ein Comic. Wollen wir es eine Comicwand nennen? Ah, und da sind wieder diese seltsamen Zeichen. Hoffentlich kann uns der Tod, den wir suchen, damit helfen. Diese Schrift scheint überall zu sein. Tja, zumindest kann man diese Bilder hier interpretieren. Vier Augen schauen auf vier Kreise, würde ich jetzt mal sagen. Mit so Lichtsäulen. Ach, das sind die Augen der Türme wahrscheinlich. Also vier Türme. Vier Türme schauen irgendwo hin. Aha. Okay, man soll mit dem Feuerpergamenton diese Feuertöpfe anzünden. Ach so, dann wahrscheinlich diese Buntglasscheiben einsetzen. Und das Licht, was durch die Augen durchfällt, fällt dann in Richtung dieser vier Kreise, was auch immer das ist. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Ja, also unsere Aufgabe, vier Buntglasscheiben finden. Und das Feuerpergamenton vielleicht noch. Was haben wir hier vorne? Oh, die Vogelstatuen. Ja, die habe ich ja schon richtig angeordnet. Da brauchte ich die Zeichnung ehrlicherweise gar nicht zu. In der Mitte ist ja diese Bühne erschienen, wo Olivia dann gesungen hat. Naja, gehen wir erstmal ins Zimmer vom Professor. Der Schlüssel passt nicht. Was ist da los? Oh, Verzeihung. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben Ihrem Freund die Besenkammer ein besseres Zimmer gegeben. Es ist im Erdgeschoss, in einer unserer Schnäppchensuiten. Tut mir leid für die Verwechslung. Folgen Sie mir einfach. Nice. Also die Schriften brauchen wir ja gar nicht lesen. Das habe ich so, denke ich mal, auch ganz gut rausbekommen. Nicht ganz so schwer. Aber wo ist denn jetzt das echte Zimmer von dem Professor? Ich dachte, jetzt hat er ja voll die Luxusbude. Schade. Da wären wir. Hier entlang. Gleich die erste Tür links. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ach, an der Tür standen wir doch schon. Hätte ich mal einfach den Schlüssel da reingesteckt. Naja. Konnte ich ja nicht wissen. Oh, das ist ja ganz nett hier. Ich möchte Zimmerservice. Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel. Und dieses Bett. Stilvoll, aber gemütlich. Hier könnte ich liegen und mich entfalten. Ach, Olivia ist so süß. Ah, aber wir haben wohl keine Zeit zum Entspannen. So, hast du hier irgendetwas gesehen, das uns helfen könnte, diesen Professor zu finden, Mario? Nee, aktuell noch nicht. Also klar, offensichtlich müssen wir das Tagebuch lesen, aber erstmal schauen, ob es hier noch irgendwelche Secrets gibt. Wäre schon ganz cool, wenn wir diesen Professor früher oder später finden würden, damit ich endlich mal diese Schriften entziffern kann. Naja. Forschungsbericht, Tag X. Endlich ein Hinweis. Der Schlüssel zu den Geheimnissen der alten Falter. Neulich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Forschungsbericht, Tag X. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von dem Snippet. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Was hast du herausgefunden? Sind das seine Aufzeichnungen? Ich kann seine Handschrift nicht entziffern, also musst du mir helfen. Steht da irgendwas darüber, wo er hingegangen ist? Oder ob er etwas mitgenommen hat? Ah. Sonnenräucherwerk. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Tja, wo müssen wir denn jetzt hin? Also zurück in die Wüste wahrscheinlich. Ich mal ganz stark von aus. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Ja, wahrscheinlich müssen wir echt in die Wüste. Ich rüste übrigens mal eben ganz kurz anderes Zubehör aus. Die Toadglocke vielleicht nochmal. Tja, das war so halb ergiebig. Hm. Ja, dann gehen wir einfach mal in die Wüste und dann gucken wir uns den einen oder anderen Ort vielleicht nochmal an. Aber ich weiß jetzt spontan echt nicht, wo ich hin muss. Kein Plan. Naja. Hey! Hier ist noch ein Toad. Was? Hier ist noch ein Toad. Hab ich
die Schilder abgeklopft. Ah, oh nein, das gibt's doch nicht. Voll dran vorbeigelaufen das erste Mal. Tja, ich hab mir gedacht, wenn ich hier schon festsitze, kann ich auch gleich etwas Werbung machen. Mir gehört der Laden nebenan. Komm doch mal vorbei. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist der Ladenbesitzer da. Ein Schatzmini. Oho, ein Schatzmini. Oh, 11.760. Holy moly, das wüsste ich aber. Da müssen wir ein bisschen Münzen sammeln noch. Nee. Och nein. Ach, wie blöde. Das ist ja mega blöd. Ey, vor allen Dingen, ich habe so viel Geld gefarmt und habe jetzt trotzdem zu wenig. Ist auch gar nicht. Moment, aber den Color haben wir hier austauschen gegen ein besseres Modell. Oh, unused. Tja, ja, dann gehen wir wirklich zurück in die Wüste. Denn ich meine, wir haben jetzt hier wirklich, wirklich alles abgesucht. Sollen wir an der Rezeption nochmal nach dem Professor fragen? Okay. Na gut, Olivia meint, wir sollen fragen. Also vielleicht doch noch nicht zurück zur Wüste. Aber ich meine, ich habe jetzt keinen klaren Indikator bekommen, wo ich denn auch hinlaufen soll. Sehr, sehr seltsam alles. Danke für die Hilfe. Das Zimmer ist schick, aber dennoch geschmackvoll. Ich bin möglicherweise etwas auf dem Bett herumgesprungen. Keine Sorge, das passiert ständig. Da fällt mir noch etwas ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an einem unserer Dekoartikel zu haben. Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Aber da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie nicht auch eines? Kostenlos! Sonnenräucherwerk, nice! Räucherwerk mit dem wohligen Duft warmer Sonnenstrahlen. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank. Nun, wenn Sie gehofft hatten, Ihren Kollegen zu treffen, er ging fort, befürchte ich. Wir bieten keinen Concierge-Service an, doch vielleicht sollten Sie am Wüsteninfoschalter in der Stadt fragen, um sich nicht zu verlaufen. Ja, wenigstens haben wir jetzt einen neuen Gegenstand bekommen. Gut, dass ich nicht direkt in die Wüste gegangen bin. Wäre ja schon drauf und dran. Ja, kein Plan, aber was machen wir jetzt mit dem Räucherwerk? Wahrscheinlich auch zu diesem Altar vielleicht hingehen, wo der Professor hingegangen ist. Aber wenn der in der Wüste wäre, dann hätte ich ihn doch auch gesehen. Hat er von dem hier gesprochen gerade? Willkommen beim Wüsten-Infoschalter. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, die große Sandpapierwüste. Die größte Wüste in unserer Region. Viele Besucher kommen wegen der Vogelstatuen und auch der Solaraltar ist durchaus eine Reise wert. Da ist also der Solaraltar. Ah ja, die kleine Sandpapierwüste. Klein, aber trotzdem, oho! Sie finden diese Wüste direkt vor den Toren von Sniff City. Links und rechts von jeder Einöde finden Sie außerdem noch ein kleineres Exemplar dieses Landschaftstyps. Und die Wüstentürme? Ah ja, die Türme in der Wüste. Ihr mysteriöses Aussehen fasziniert Touristen und Einheimische schon seit Generationen. Weitere Türme finden Sie jenseits des linken und rechten Tors am Eingang der Stadt. Tja, da kommen wir nur leider nicht hin, weil wir keinen VIP-Ausweis haben. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal, oder wir fahren erstmal zu diesem Solaraltar, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit diesem komischen Räuchergedöns da weiterkommen. Was anderes fällt mir jetzt halt echt nicht ein. Aber na, ich gehe mal ganz stark davon aus, hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Macht ja Sinn, ne? Das Schöne ist, wir können auch ein bisschen cruisen. Bisschen enttäuschend ist es aber schon, dass ich jetzt kein Glücksspiel in der Stadt gefunden habe, beziehungsweise, dass ich hier irgendwie nicht an einem Automaten zocken durfte oder so. Also ich meine, die Stadt bietet sich halt einfach an. Die sieht so Vegas-mäßig aus. Ist eigentlich schade, dass es da keine Automaten gibt. Vielleicht kann man da irgendwo zocken. In den alten Paper Mario-Teilen gab es eigentlich immer irgendwo ein Casino oder sowas. Na, schau mal einer an. Wer ist das Ding? Ha. Sicherheitshalber mal speichern vielleicht. Tja, Sonnenräucherwerk. Oh, er setzt es ein. Oh, da raucht was. Und der Rauch, er duftet wie ein sonniger Tag. Ah, es fühlt sich an, als würden wir einfach nur in der Sonne liegen und müssten uns um nichts Sorgen machen.
Was zum Teufel passiert da gerade? Oh nein, ein Sandsturm. Sitzen wir hier in der Falle? Ich habe Angst, Mario. Was wird uns bloß als nächstes passieren? Oh, sieh dir nur diese Stacheln an. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Es könnte ja ein netter Kaktus sein. Hallo, Kaktus. Nie im Leben. Oh nein, Riesenpoki. Ach, wie mache ich was vor? Holy moly, bist du groß. Das ist gar nicht gut. Will er mich veräppeln? Jetzt kann er auch noch angreifen. Okay, ein Bossfight anscheinend. Mega geil! Voller nice Kampf. Na komm, greif mich an. Hallo. Ha. Muss ich da nicht gegenfahren? Muss ich da echt gegen hämmern oder was? Was? Das gibt's doch gar nicht. Nein, der Sturm weht unseren fahrbaren Untersatz davon. Können wir ihn zurückholen? Ach, so funktioniert das. Okay. Ich auch wenigstens ein Herz noch. Dann hätten wir das Rätsel hier schon mal gelöst. So. Ja, ich hau mir jetzt auch einen Pilz rein. Ich habe so viel Schaden gefressen schon. Na? Oh, da ist er wieder. Ja, also wir haben auf jeden Fall gelernt, wir müssen mit der Karre nicht gegen die Stacheln fahren. Ganz im Gegenteil, wir müssen ausweichen. Aber der Kampf ist ja auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Heißt, so lange ausweichen, bis er irgendwann auf den Boden fällt und dann kann ich ihn mit dem Hammer angreifen. Hey! Sag mal! Hallo? Ach, jetzt dreht er sich noch weiter! Das geht's doch gar nicht. Was ist das denn für ein übler Kampf hier? Na gut. Wieder dazu gelernt, also das nächste Mal noch ein bisschen warten. Ich dachte halt, ich dürfte den direkt angreifen. Na gut. Ja, wird auf jeden Fall von Phase zu Phase ein bisschen schwieriger, das Ganze. Auch mit den ganzen Wirbelstürmen. Das kann doch nicht wahr sein. Hab gehört, schlimmster Kampf des gesamten Spiels. Vor allem, man kann da... Oh, man kann da gar nicht richtig ausweichen. Leute, Leute, Leute. So, dreht er sich jetzt noch oder nicht? Nein, er dreht sich nicht. Doch, jetzt dreht er sich... Jetzt hat er sich eingebuddelt. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, 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 Mann! Ho, ho, oh! Mach mich nicht unglücklich! Oh, okay. Letzte Kugel. Ach, Pokey. Wenigstens sind die Wirbelstürme jetzt nicht mehr da. Ha, wie soll ich den denn da erwischen? Oder muss ich da irgendwie noch drauf fahren oder so? Der ist auf jeden Fall diesmal wirklich tricky, der Kampf. Also finde ich schlimmer als gegen den Blooper. Ja, wobei, tricky, also... Allgemein ist das Spiel ja jetzt nicht so schwer. Nice, das war's! Unglaublich! Hey! Ist das der Professor? Oh, sieh dir nur diesen komischen Klumpen Schnipsel an.
ich bin gerettet. Oh, vielen Dank. Du wurdest von einem Kaktus gefressen. Wie war das denn so? Nun, insgesamt hätte es auch wesentlich schlimmer. Moment mal. Wer bist du? Jemanden wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bist du einer der alten Falter? Sag es mir sofort. Alt? Ich? Püh. Nein, ich bin nur Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Und was ist mit dem Altar los? Wer war das denn da? Ah, ja. Es scheint, dass die alten Rituale korrekt ausgeführt wurden. Oh, du kannst diese Schrift lesen. Aber selbstverständlich, ich bin Gelehrter der alten Künste. Dies ist in der Schrift der alten Kultur geschrieben, die hier einst existierte. Sie zu studieren ist mein Lebenswerk. Endlich haben wir einen Übersetzer gefunden. Ohne wären wir wirklich aufgeschmissen. Ach, ich bin ja so aufgeregt, dass uns jetzt ein echter Professor hilft. Oh, aber vorher noch eine Frage. Was sind denn die alten Künste? Nun, die alten Künste befassen sich mit dem Studium der alten Falter und ihrer Kultur, die hier vor langer Zeit existierte. Der Legende nach soll einer von ihnen nur noch unter uns weilen. Nach dieser Person habe ich jetzt bereits eine ganze Weile gesucht. Ich habe meine ganze Karriere dem Studium ihrer wundersamen Zivilisation hier in der Wüste gewidmet. Besonders interessiert mich eine legendäre Gestalt aus dieser Zeit. In den alten Texten wird er nur als Kapitän Töder bezeichnet. Der Name sagt mir etwas. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ihre Forschung klingt sehr kompliziert, Professor. Aber unser Problem ist auch kompliziert. Die Luftschlange in der Wüste. Moment mal. Könnten Sie vielleicht mit uns kommen und uns helfen, die mysteriöse Schrift zu entziffern? Das würde uns wirklich weiterbringen. Meine Forschung nach müsste sich hier in der Wüste weitere Hinweise auf den Kapitän finden lassen. Apropos Hinweise, ich habe gerade diesen Altar untersucht, als ich verschlungen wurde. Es besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich erneut verschlungen werde, sollte ich meinen Forschungen allein nachgehen. Ah, doch mit Mario an meiner Seite bin ich um einiges zuversichtlicher, was meine Zukunftsperspektive angeht. Aber ich schweife ab. Ich nehme euer Angebot an. Vielleicht können wir gemeinsam das Rätsel des geheimnisvollen Kapitän Tudde lösen. Toll, es ist so aufregend, mit einem richtigen Professor zu arbeiten. Nun, freu dich lieber nicht zu sehr. Die meiste Zeit verbringen wir damit, alte Relikte zu entdecken und durch die Gegend gejagt zu werden. Jedenfalls meine ich, im ersten Stock meines Hotels recht interessante alte Zeichen gesehen zu haben. Sollen wir uns die einmal ansehen? Toll, sie helfen uns jetzt schon viel weiter. Bin so gespannt, was sie uns vorlesen werden. Nice, ein neuer Begleiter. Der Professor. Sehr cool, sehr cooler Charakter. Na, sieh mal einer an, was ist das denn? Mario, schau doch mal, der Boden hier glänzt. Der archäologische Fachbegriff für so etwas ist ein offensichtlicher Hinweis. Vielleicht ist hier etwas vergraben. Mit eurer Hilfe sollte ich an dieser Stelle eine Ausgrabung mit der Schaufel vornehmen können. Stellt euch an den Punkt, an dem ich graben soll und drückt nach unten. Ach, endlich weiß ich, wofür diese Felder da sind. Nice. Der kann buddeln. Ah, könntest du dich auf die glänzende Stelle begeben und nach unten drücken? So geht man gewöhnlich beim Studium alter Kulturen vor. Ich will doch nur die Schnipsel einsammeln. Ja gut, ist okay. Ist okay, ich gehe weg. Mein Schnipselbeutel ist eh voll. Wow, es hat sich gelohnt. Aha, siehst du, was ich meine? Wir sind auf einen Schatz gestoßen. In weichem Boden, wie etwa Sand oder Erde, kann ich graben, selbst wenn er einmal nicht leuchtet. Drücke dazu einfach nach unten. Halte also immer ein Auge offen nach verdächtigen Stellen, an denen es sich lohnen könnte zu graben, in Ordnung? Yo. Mega cool. Endlich können wir buddeln. Vielleicht finden wir noch irgendwas Nützlicheres als Gold, beziehungsweise Münzen. Ach, so ein Toad wäre ganz nett zum Beispiel. Oder ein Schatz. Ein richtiger Schatz. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal die anderen Gebiete ab. Da waren nämlich definitiv... Da waren definitiv noch mehr Buddelstellen, bin ich mir ganz sicher. Da zum Beispiel. Ja, wobei meistens werden wahrscheinlich Münzen drin sein, ne? Holy moly, was ist das denn? Goldener Hammer lässt deine Gegner beim Durchklopfen Münzen verlieren. Boah, das ist mal ein Schatz. Ach, den rüsten wir direkt aus, Leute. Da kenne ich nichts. Sehr cool.
Ja, rechts waren noch zwei, drei Stellen und links und auch in der westlichen und östlichen Wüste. Soll ich gegen den Pokey kämpfen? Ich versuche mal, dem auszuweichen. Und hopp! So ein cooler Typ. Ja, nach dem tragischen Verlust von Bobby bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass wir wieder einen Begleiter haben. Oh, ein Schatzmini, Nummer 60. Das Stiefmobil. Sehr stieflich. Oh, gab's da rechts noch was? Egal, erstmal gegen den Buhu kämpfen. Keine Ahnung, was der Professor im Kampf so macht. Die verschwinden wieder, ne? Natürlich. Was? Oh nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ein Feld zu wenig. Oh. Na wurscht. Brauchen wir halt zwei Runden. Hä? Der hat gebuddelt, aber ist einfach nichts passiert. Was macht der denn? Oder kriegt man irgendwie jetzt random Schätze oder so in den Kämpfen? Könnte natürlich sein, ne? Ah. Ein Toad hat gerufen. Los, hüpfen, hüpfen. Ja, ja, mach ich ja. Ach, nein, das ist ja eine lustige Attacke. Er gräbt Münzen aus und die fliegen dann auf die Gegner und machen Schaden. Ja, wobei... Kein Plan, also der ist eigentlich genauso useless wie Bobby, ne? Weil er auch nur einen einzelnen Gegner angreift. Hier ist übrigens nichts. Ah. Ja, also so richtig nützlich sind die Begleiter in den Kämpfen tatsächlich nicht. Das hätten sie sich auch komplett sparen können eigentlich. Also dann hätten sie es auch ganz sein lassen können. Ein bisschen schade. Hätte mehr Potenzial gehabt, meiner Meinung nach. Und da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Hey, noch ein Toad. Den habe ich gar nicht gesehen. Na? Ah, danke und willkommen in der großen Sandpapierwüste, wo es immer brennend heiß ist. Außer jetzt gerade. Komm schon, Wüste, sei mal ein bisschen brennend heiß. Du lässt mich doof aussehen. Ach, mein kleiner knubbeliger Freund. Doch nicht so schlimm. Hier waren aber noch mehr Leuchtefelder. Ah, da vorne noch. Ja, wird jetzt natürlich nicht immer ein Schatzmini drin sein. Trotzdem finde ich das ganz cool. Hier halt überall buddeln kann. Ah, Moment! Ah, vielleicht kann man hier in der Mitte auch buddeln. Ich dachte, hier wäre ein versteckter Block, aber vielleicht muss man hier wirklich graben. Tatsächlich! Nö. Schrumpel-KP Max Plus. Ein Herz ausgedörrt von der Wüstensonne. Braucht das Wasser. Ach, kann man das vielleicht im Flüsterforst ins Wasser werfen? Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Also wenn man da irgendwie dann nochmal zurück müsste, fände ich ganz cool. Um die alten Zeichen kümmere ich mich. Yo, yo. Können wir eigentlich mal lesen, was oben im Turm steht, wenn wir eh schon mal hier sind. Aber prinzipiell müssen wir jetzt erstmal zurück ins Hotel wahrscheinlich. Ich würde mein Auge gern begrüßen. Suche es zu meinen Füßen. Das ist ein wertvoller Hinweis. Etwas obskur, aber nichtsdestoweniger wichtig. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Du kannst sie dir durch Drücken von L ansehen. Möchtest du dir meine Notizen zu den alten Zeichen ansehen? Ja. Ich würde mein Auge gern begrüßen. Suche es zu meinen Füßen. Vielleicht muss man vor seinen Füßen buddeln. Kann es sein? Ich meine, hier ist auch so ein Symbol. Das gibt's doch gar nicht! Hey, Sie haben hier einen ganz komischen Stein ausgegraben. Was ist denn das? Ah, er ist recht alt. Es könnte sich um einen uralten Schatz handeln oder um einen uralten Stein. Du solltest ihn gut aufbewahren. Rautenklunker. Ein rautenförmiges Juwel aus der Sandpapierwüste. Ja, und den können wir wahrscheinlich oben ins Auge reinpappen. Ich meine, das Feuer ist hier ja an. Dann sollte eigentlich irgendwas passieren. Passt perfekt, wie niedlich. Oh,
Oh, der Stein, den du da eingesetzt hast, glänzt ja ganz hell. Was passiert da? Außer, dass es richtig hübsch ausschaut. Wie in der Zeichnung. Ach, dann brauchen wir gar nicht zurück ins Hotel. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ach, dahin leuchtet der. Ach, und das Zeichen war ein Erdpergamenton-Symbol wahrscheinlich. Auf der Zeichnung. Ach, jetzt check ich das. Also alle vier Türme aktivieren, dann dahin gehen und dann Erdpergamenton-Fähigkeit einsetzen und dann taucht wahrscheinlich irgendwas auf. Puh, so viel Geschüttel. Warum sind wir gefallen? Was ist denn passiert? Mega, mega cool. Ah, ich fühle mich wirklich so ein bisschen wie Indiana Jones. Bestes Kapitel bis jetzt. Bestes Kapitel des Spiels und liebe Leute. Sieh dir mal den dürren Kerl an. Schaut er jetzt nicht in eine andere Richtung? Vielleicht wollte die Statue auch einfach mal was anderes sehen. Liebe Leute, an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So, das würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht hier bei Paper Mario The Origami King. Euer Huxel. Ciao.